sagt herzlich auf die ganzen Zuschauer, alle Gäste aus Sankt Johann und vor allem das einheimische Publikum. Es wird heute besonders spannend, es geht in der Herbstliga um Platz 3. Beide gute Mannschaften. Was bei uns sehr typisch ist, dass wir über die erste Halbzeit sehr gern verschlafen und dann auch spät munter werden und dann ist es einfach zu spät. Wessendorf ist generell eine gute Mannschaft. Wir haben lang gebraucht, bis wir das erste Mal in Frühjahr gewonnen haben. Jetzt ist leider wieder eine Niederlage da, aber mei. Wir sind ein Team, wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen. Zur Mannschaft. Wir haben sicher gezeigt, dass wir gekämpft haben. Bei uns sind sicher noch viele Fehler, sage ich mal, was wir durchs Training ausbessern müssen. Aber was sicher ein Nachteil ist, bei uns sind einfach jetzt in der Saison viel neue, viel junge dazugekommen. Das dauert natürlich auch seit Zeit. Aber wir sind jetzt im Laufe der Saison alle besser geworden und eben, wir haben nie aufgegeben, haben fest zusammengespielt und zusammengehalten. Also ich bin total stolz überhaupt, weil wir gegen St. Johann das letzte Mal verloren haben. Also. Ja, das war ruhig. Ja, das war ruhig, 17 erreicht gemacht, das gibt's nicht.